Und wir schauen jetzt mal Richtung Teneva, denn da waren wir mit unseren Herdbesuchen unterwegs. Immer dann, wenn Wolfgang Pade mal wieder hoch hinaus will, klingeln wir in Teneva. Wir sind von Radio Bremen. Wir haben einen Spitzenkoch dabei. Der wird gern für Sie kochen. Na, na. Ja, hören wir gerne. Ab nach oben. 14. Stock. Ja, können Sie gerne. Er kann kochen. Wir sind bei den Jalcin, seiner kurdischen Großfamilie. Wir haben schon gerade gekocht. Sie haben schon gekocht? Wir haben schon gekocht. Kurdisch, ja. Ja, wird schon. Das ist ja super. Ja. Kurdischen Reis und Auberginen, ja, und Papriken. Ja, dann sage ich jetzt, ich habe das gekocht und dann gehen wir wieder, oder? Ja, ja. Seine Frau Nachiye Yalcin hat das Essen gemacht. Bei der Versorgung der Familie hilft auch häufig die älteste Tochter Nesrin. Wir haben noch einen Sohn, 19 Jahre, 135 Kilo. Reichlich Vorräte, die müssen für ein Dutzend hungrige Esser reichen. Ich habe 10 Kinder. 7 Sohn, Junge und 3 Tochter. Und aufgeteilt auf 2 Wohnungen? Ja. Nesrin hat als erste in der Familie eine feste Stelle in Aussicht, als Hauswirtschafterin in einem Altenheim. Und wer wohnt jetzt hier alles? Also ich mit meinen 2 Brüdern, davor noch mit meiner Schwägerin und so. Also die Großen wohnen hier? Ja, die Älteren. Töpfe, Pfannen, Lebensmittel. In dieser Küche ist von allem genug da. Ich werde diese Auberginen braten, grillen, sonst was. Auch irgendwie vegan. Und dann mache ich da eine Füllung rein. Unsere Gastgeber gehören zur Volksgruppe der kurdischen Jesiden, einer eigenständigen Religion, die nur vererbt werden kann und deren Mitglieder in ihrer Heimat verfolgt werden. Balkon Bio. Balkon Bio. Die frischesten Zwiebeln, mit denen ich jemals gekocht habe. Ali Yalcin hat in Ostanatolien in der Landwirtschaft gearbeitet. Die Grillpfanne sorgt für rustikale Streifen auf den Auberginen. Ja, das Eiweiß kommt mit in den Salat. Und das, aus dem Eigelb mache ich eine Mayonnaise, eine Soße. Das Werkzeug des Küchenchefs findet unser Gastgeber toll. Kann man mit einer Kuh schlachten? Ja, also mit dem hier mache ich ganze Hirsche und Rehe. Die kommen zu uns mit Fell, ja, mit Fell und Kopf. Machen Sie Kuh schlachten? Nein, nicht Kuh schlachten. Nein, also Kuh ist auch zu viel. Aber ein Lama? Lama. Lama, ja. Lama, ach so. Ja. Ich muss ich aber nicht selber schlachten, kommt schon tot an. Das ist eine Mayonnaise. Ja, erzähl mal, Schwiegertochter. Was denkst du, diese Kocher macht gut? Ja, sieht gut, ganz gut aus. Ne? Ja. Aisha ist die Frau des ältesten Sohns. Auch sie ist Jesidin. Sonst hätte ihr Mann aus der Religionsgemeinschaft austreten müssen. Die gegrillten und gewürzten Auberginenscheiben belegt Wolfgang Pade mit Gemüse. Obendrauf kommt ein Klacks Frischkäse Tzatziki. Zum Servieren rollt er sie auf. Ich hab diese gemacht, nicht Kocher, ne? Da muss der Kocher aber probieren. Mmh, lecker. Das ist so lecker, das hat Ihre Frau gemacht. Meinen Sie? Wo weißt du? Ja, weil das so lecker ist. Zeit zum Essen. Delit deckt den Tisch. Seine Mutter serviert ihr Gemüse. Schmeckt? Ja. Na gut. Schmeckt lecker, ehrlich. Schmeckt ehrlich gut. Ich find's lecker. Ehrlich? Ich möchte immer so, können so eine Woche von hier kommen. Jede Woche einmal. Wissen Sie, warum es schmeckt? Nein. Nein, ne? Weil Knoblauch drin war schmeckt. Ja. Ehrlich. Knoblauch und Zitrone. Ja. Knoblauch ist wichtig. Knoblauch ist wichtig. Ja.